So, da sind wir wieder. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Chris ist wieder da. Die Welt ist wieder schön. Wir machen weiter. Welche Einheit will denn jetzt Befehle? Ah, du willst Befehle. Ja, du kannst jetzt da warten. Du wartest. Wie die. Gehst doch einfach nicht in der falschen Richtung durch, du Idiot. Du, jetzt hierhin. Jetzt habe ich ja Platz, ey. Sag mal, ey. Was. Warte, wer ist. Habe ich einen mit Heilung noch dabei? Du hast Heilung. Dann bist du hier der Nächste. So. Gut, jetzt wird's Zeit. Fernangriff, hau rein. Hau auch rein. Und ich komme da nicht drauf. Was ist denn beim Geld passiert? Wieso kann er von da nicht attackieren? Was habe ich denn gekauft, dass ich so heftig Geld kassiere? Irgendwas Blödes ist passiert. Wieso ist denn jetzt nächste Runde? Ich bin gerade dabei, meinen Katapult zu ziehen. Hä? Kein Fernangriff. Passt, Genghis Khan zufrieden. Ihr habt die Militärwissenschaft entdeckt. Einheiten. Ich hab eine Einheit geschenkt bekommen. Nice. So, wen habe ich jetzt? Jetzt habe ich noch eine Kanone. Ach du, du. Ich hab keine Ahnung, wieso ich jetzt. Wow, weißt du, was passiert ist? Nein. Dieser eine einzige Moment, wo ich aus dem Spiel raus war, hat meiner KI gereicht, um 2000 Gold zu verschenken. Hä? Meine KI hat 2000 Gold verschenkt. Wie geht denn das? Wenn du rausfliegst, macht deine KI was. Okay. Well done, er hat keine Hauptstadt mehr. Schön. Ist er komplett raus? Nee, der hat noch zwei Städte, hole ich mir jetzt noch. Aber ich sag mal, sein größter Widerstand ist damit gefallen. Und er hat keine Hauptstadt mehr, das heißt, wenn er Pech hat, verliert er damit jetzt das Spiel. Das Coole ist auch gleich, von Anfang an, die Hauptstadt ist mit meiner Hauptstadt verbunden via Handelsweg. Was total nice ist. 1000 Gold verschenkt? Ich habe irgendwie 1000 Gold mehr. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich auch nicht. Also mir hat irgendwas Dummes. So, mein erstes Ziel wäre das Gerichtsgebäude, ne? Zack, so. Was wir danach machen, sehen wir dann noch. Die dürfte jetzt lange kämpfen, ne? 6 Runden nur? Ist ja langweilig, so. Irgendwas Dummes ist passiert. Eine Einheit befördern. Du willst befördert werden, bist du... Okay, mein Ritter will befördert werden. Du kannst jetzt gar nichts mehr weitermachen. Ich brauche jetzt halt eben nicht mal, dass ich auch irgendwie was machen brauche für dieses. Und ich habe noch 380 Gold. Ich hatte vorher über 2000 Gold. Echt? Oh, wie gemein. Wie gesagt, irgendwas Dummes ist passiert. Ist ja mies. Okay, du kannst jetzt hier hinziehen noch. Wie weit kannst du? Okay, du kannst hier nirgendwo mehr hinziehen. Kannst du ziehen? Du kannst hier hinziehen? Nein. Schön. Schön, gleich die Einheiten weiter bewegen und voll auf die nächste Stadt und direkt hinterher. Und danach kämpfe ich am Land. Oh, danach habe ich schön Platz, um meine Einheiten zu bewegen. Aktuell diese Meerenge ist nervig. Ich bin gerade auf dem Weg zu Temuak. Das ist die nächste Stadt. Hier stirbt jetzt eins. Willst du komplett hier oben vertreiben, oder was? Ja. Klar, der ist raus. Ich werde mich darum kümmern, dass der raus ist. Hä? Temuak ist eine Hauptstadt. Hast du schon weitergedrückt? Nee, ich bin gerade noch am Einheiten ziehen. Ach so. Wie weit kannst du noch? Du kannst noch hier hin. Ach, nice. Ey. Das Geile ist halt die Straßen. Ich kann gleich auf den Straßen laufen. Das heißt, ich bin sofort wieder an der Grenze. Das ist echt so böse. Die Fregatte mag weg sein, aber das soll mir egal sein. Wir haben die Militärwissenschaft entdeckt. Ja, das passt ja. Und Drall. Ich kontrolliere die meisten ursprünglichen Hauptstädte, nämlich drei. Deine kontrolliere ich auch, dass du es nur weißt. So, jetzt drücke ich mal auf Weiter. Und damit habe ich auch den letzten starken Spieler überholt. Ich bin jetzt stärker als jeder Spieler und ich bin fast stärker als Team 2 zusammen. Also das andere Computerteam. Wieso brennt denn bei denen eigentlich alles? Wo? Bei Temuak hast du... Ich hab immer noch nicht repariert, ich krieg die Krise. Das war auch ich vor gefühlt 30 Runden. Ja, der hat halt einfach nichts mehr, weil er andauernd im Krieg ist.
Eine Einheit wurde getötet. Welche? Ritter. Ach, der Ritter. Geil, er hat halt die Runde echt verschwendet. Nice. Ich werd nicht mehr. Nice. So, du weiter. Jetzt wird's lustig. Du, hau mal auf Temuak rein. So, jetzt muss ich als erstes die Kanonen verschieben. Zwar so weit wie möglich. Hierhin. Weitere Kanone. Wie weit kann ich dich schieben? Ich kann dich hierhin schieben. Dich schieben hierhin. Ich darf auf keinen Fall meine Kanonen blockieren. Das ist das Wichtigste. Du musst zurückstecken, du wartest. Du kannst höchstens hier hin. Diese Kanone, wie weit kommt die? Oh, nice. Schon wieder drei Kanonen um ihn rum. Er hat keine Chance. Oh, nächste Runde kommt die vierte. Oh, es ist gemein. Armer Junge. Er tut mir fast ein bisschen leid. So, du bist das Musketier, das ihn eingenommen hat, ne? Ah, ne, du bist ein anderes Musketier. Ist ja egal. Muss ja eine Runde weiterlaufen. Bleib halt stehen. Oh, ich kann die Musketiere modernisieren. Wie geil. Mach ich demnächst auch. Gut, lokale Wahlen haben wir mal wieder manipuliert. Das ist praktisch. Tyrus. Achso, ja, 69. Das bist wahrscheinlich du, ne? Tyrus gehört dir. Das war wahrscheinlich dein Spion. Hanoi habe ich auf 191. Und die anderen, die Samsara-Land. 210, ja, leck. Oh, schön. Malakka und Inka sind jetzt... Malakka, hast du dir Malakka geschnappt? Mhm. Bei der nächsten Runde nämlich ein Weltkongress ist und jede Stimme zählt. Schön. In der nächsten Runde hau ich Temuak kaputt. Und danach... In der nächsten Runde ist es beim Weltkongress. Da sitzen wir alle Weltanführer so zusammen und Pocatello sitzt da im Stühlchen in der Ecke, total verstört. Hört ihr mal auf. Meine Einheit, Armbrustschütze ist tot. Oh, das ist ja fast traurig. Würde ich sagen. Ja. Aber es ist gar nicht traurig. Natur, jedes Naturbunde bringt 5% Kultur, wenn es bewirtschaftet wird. Warum hast du das gemacht? Weil ich irgendwas machen musste. Achso, ich muss zweimal klicken. Eins. Zwei. Und eins. Zwei. Alter. Weißt du, was jetzt fies wäre? Wenn ich mit einer Nahkampfeinheit dann dir Temuak wegnehmen würde. Boah, ey, Alter, dann wäre aber hier... Dann würde ich Amerika und allen anderen den Krieg erklären, weil du bist der Loser, der voll auf die Fresse kriegt dafür. Ein Ritter... Ja. Ja, schön für dich. Weißt du was? Nee. Du würdest es bereuen, mein Bester. Ach was, ich mach. Glaub mir. Ich mach doch gar nichts. Außer weiter sein Land verwüsten. Kann man Schiffe angreifen, solange die auf dem. Mit Fernkampfeinheiten? Jo. Ne, mit Nahkampfeinheiten. Ich kann den hier. Das weiß ich nicht. Weil ich krieg hier bei einem Schiff... Ach nee, weil das ein großer... Ach, ist das ein Musketier? Der baut hier fest Einheiten gerade so. Aha, ja, ja. Na dann, viel Erfolg. Viel Erfolg, Knack. Wo wir gerade bei Musketieren sind, ich könnte auch meine einfach zu Schützen befördern. Vier Schützen, jawohl. Oh Mann, ey, der ist komplett im Arsch. Er tut mir fast so wegen weh. Ach, ihr könnt übrigens nachkommen, nur so nebenbei, ne? Ich hab da hinten noch Einheiten verschanzt, die wollen gar nicht mitkämpfen. Oh, ich kann sogar noch modernisieren. Der Arme. Ja, er tut mir fast ein bisschen leid. Weißt du, unser Zorn sollte sich schon lang gegen die Sulu da unten richten, aber... Na, ah, das wird noch ein bisschen dauern. Halt, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte gerne die Liste der Strujet-Union. Ah, jetzt muss ich die Liste wieder aktivieren, ne? Ja, ja. Zack, passt. So, Abgeordnete einsetzen. Ich habe zwei übrig. Kunstfinanzierung.
erstmal ein. Mein Armbrustschütze ist tot. Welcher denn? Ach, der. Ja, ja. Unwichtig, unwichtig. Einheit benötigt Befehle. Kannst du noch was machen? Nee, ne? Du könntest da jetzt voll reinrennen und würdest das mega bereuen. Das mach mal lieber nicht. Bleib stehen. Nächste Runde. Thaddäus hat 15 Produktion für den Wald bekommen. Das ist schön. Ganz ehrlich, der Junge, der ist komplett im Eimer. Naja, zumindest seine ursprüngliche Siedlung oder Heimat ist weg. Und die Frage ist halt, ob ich mir das da unten noch hole, weil eigentlich aktuell beides gescheitert. Malaka kämpft mal wieder. Mein Gott. So, wen hat er attackiert? Er hat sich nicht mal mehr gewehrt. Er attackiert mittlerweile... Doch, er hat Einheiten. Er hat eine meiner Einheiten hat er attackiert. Schade. Okay, fangen wir an mit dir. Boom. Machen wir weiter mit dir. Boom. Wie ist es? Stirbst noch nicht, oder? Doch, er würde sterben. Aber, oh nö, wie... Oh. Ernsthaft? Machst du weniger Schaden? Wie ist denn das, wenn ich sie komplett zerstöre, ist die Stadt dann weg? Ich weiß nicht, ob du die komplett zerstören kannst. Das wäre kacke, ich will nicht, dass sie komplett zerstört wird. Geh mal. Aber du kannst das gar nicht. So, Pocatello, weißt du, wir beide hier, ne? Wir zwei beide. Was willst du denn für Frieden? Was gibst du mir denn dafür? Er würde mir Washaki geben. Will ich aber nicht. Nee, nix da. Die hol ich mir aber im Krieg. So, Schütze. Ach, guck, ich habe ja einen Schützen. Das ist ja praktisch. Nicht genug Geld. Kann ich den noch schieben? Mehr. Einen Vorschlag machen. Mir ist doch egal. Weltreligion, Stronismus. Na, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wurscht. Ich habe eh gerade gar nichts, was ich eigentlich erreichen will. Einer benötigt Befehle. Ach, der Schütze möchte gerne. Dann geh mal, Schütze. Oh Mann, ich will endlich über diese scheiß Meerenge durchkommen, damit ich meine Einheit mal gescheit ziehen kann, ey. Du kannst warten, kannst du. Du wartest auch. Ja, du musst auch warten. Oder warte. Warte, nein. Schade, sie sind beide außer Reichweite. Du kannst doch noch, oder? Ja, du kannst sogar echt noch. Tut ihm nochmal weh. So. Dieser mega gelbe Fleck, den wir da haben. Ja, der wird größer. Du musst warten. Du mach weiter. So, jetzt werde ich wahrscheinlich die nächste Einheit verlieren, aber das ist in Ordnung. Ich habe mit 2-3 Verlusten gerechnet. Meine Einheit wurde schon wieder getötet. Ach, schade. Was wurde, was? Feind wurde gesichtet. Das ist auch nicht lieb. Was denn jetzt? Wieso wurde ich zur Hauptstadt zurückgebracht? Ich bin noch gar nicht fertig da hier. So. Bitte sag mir, ihr macht den nicht kaputt, wenn ihr die jetzt kaputt machen würdet. Weiß man nicht. Wir machen das jetzt anders. Du gehst eins weiter. Ich voll die heftige Musik im Hintergrund, so von wegen, ich wäre voll im Krieg, bin ich aber gar nicht. Ja. Du gehst auf ihn drauf. So. Halt! Der als nächstes. Her mit dieser Stadt. So. Gut. Nächste Stadt erobert. Jetzt so langsam mal, ey. Heieiei. Gut, also dann. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt habe ich diese Stadt auf jeden Fall schon mal. Jetzt ist Timbisha seine Hauptstadt, nicht Washaki. Ich bin ja noch nicht fertig, das wäre viel zu einfach. So, hier mal aus der Reichweite ziehen. Weiter geht's mit euch. Könnten wir Washaki bitte stehen lassen? Wieso?
Bei der Einwohner von mir den Zehnt abgeben. Ja, aber an ihn. Nee, an mich. Nee, das ist, glaube ich, kein Zehnt geht an mich. Sicher? Ja. Ist dir bewusst, dass der Zehnt auch noch abgegeben wird, wenn die Stadt mir gehört? Nein. Das ist eine Lüge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Lüge ist, mein Bester. Okay. Jetzt lass du den armen Bur mal in Ruhe. Nee, ich lass weißt ihn... Warte. Ich rede mal mit Pocatello. Nein, tust du nicht. Wir sind nein, das ist meine. Du hast gesagt, das ist dir egal. Der würde dir Waschaki geben. Alter, ich sag dir, ich will aber Waschaki und seine andere Stadt. Was ist die andere Stadt? Da ist keine andere Stadt mehr. Ja, die andere Stadt da unten bei dem Zulu. Ach, das ist seine Hauptstadt, scheiße. Das ist seine Hauptstadt, scheiße. Ja, richtig, denn die einzige Stadt, die er noch hat, ist Hekanda. Hekandika, keine Ahnung. Das ist ja kacke, dann muss ich ja nochmal seine Hauptstadt einnehmen. Ach, Manno. Dieses Mal hast du einen Seekrieg vor dir. Frieden verhandeln. Friedenvertrag. Pass auf, mein Bester. Ich würde sagen, ich nehme hier von dir Waschagi. So. Inakzeptabel, ist mir egal. Er will nicht. Wieso will er mit dir Frieden für Waschaki und mit mir nicht? Die Stadt wird eingenommen, ist mir egal. So. Gut, sorry, kein Friedensvertrag, das ist meine Stadt. Punkt aus Ende. Weißt du, es ist ja nicht nur so, dass ich derjenige hier bin, der auf Small kriegt von den anderen, weil du Krieg führst. Ich hab Pech gehabt. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Mach ein großes Werk, mein Gott, keine Ahnung, wer das ist, ey. So. Frachter. Achso, du hast jetzt Probleme mit dem Handelsweg, ne? Naja, mach irgendwas, was viel Geld. Oh, Amsterdam bringt Geld. Nice, Geld ist immer gut. So, welche Einheit kann ich denn jetzt wieder befördern? Ah, meine Kanone. Das ist ja lieb. So. Es ist ja nur noch diese Stadt und das dauert jetzt noch 3 Runden, dann ist die mir. Und danach werde ich zumindest ihm nicht mehr wehtun. Anfangs. Ich kann für nichts versprechen, aber es kann schon sein, dass ich meine Süderweiterung mit seiner Hauptstadt starte. Oh Mann, der arme Kerl. So, gut. Ich hatte es einfach selber siedelst oder sowas. Ja, das mache ich dann. So, gut. Nächste Runde. Armer Pocatello. Ja, der soll mal aufhören zu heulen. Soll mal aufhören zu heulen und glücklich sein. Ich meine, er sollte ja eigentlich meine Einheiten umbringen, aber irgendwie scheitert er. Unzufriedenheit. Was? Wieso seid ihr denn alle unzufrieden sein? Soll ich mal mit Amerika versauen in der nächsten Runde? Wieso? Ja, pass auf. Moment, was? So, als erstes, was schicke ich als erstes? Vielleicht die Schützen. Direkten Schütze vor Waschi. Müsste gehen? Nein, ich möchte nicht den Schützen da hinten verschieben. Okay? Soll eigentlich jemand hier angreifen? Du musst auch direkt angreifen. Schanz dich bitte mal mindestens bis zur Heilung. Sich auch bis zur Heilung. Ah, da steht ja noch ein Schütze. Das ist ja praktisch. So, nichts mehr machen. Kannst sogar noch wechseln. Schön. Weiter geht's. Produktion wählen. Ach, Thaddeus hat fertig gebaut. Das ist ja praktisch. Dann baut doch als nächstes... Der hat gerade versucht, ein Katapult durch meine Stadt durchzubringen. Ich gehe am Strand, aber... Sein Katapult war mit einem Schlag tot. Super. Der versucht ja echt noch wegzukommen. Aber er schafft es nicht. Ja, das ist vorbei bei ihm. So, okay, gut. Brüssel. Oh no, ich bin nicht mehr mit Brüssel befreundet. Was kostet mich das? Achso, ich darf Gebiet durchqueren. Ja, schön für euch. Ist mir doch egal, ey.
Nächste Runde. So. Ein, zwei Runden noch, dann ist der Spuk vorbei und ich kann Frieden mit ihm schließen. Das wird schön. Gerne mit dem Rest, was von ihm noch übrig ist. Ja, tut mir fast ein bisschen leid. Mir nicht. So, aber damit bin ich definitiv der zweitstärkste Spieler hier im Lande. Das ist schön. Ich könnte dir jetzt halt komplett die Tour versauen. Hm. Aber dann wäre Krieg mit allen Nationen. Okay, die Städte. Ich bin auch nicht in meinem Industriezeitalter angekommen. So, Politik einführen. Nee, pass mal auf, das machen wir nicht. Okay. Eine Runde ran. Oh, du kannst sogar noch Zielmodus gehen. Was? Steuererklärung. Was baust du denn? Eine Bank. Was geht bei diesen Kack-Katapulten? Ey, das gibt's doch gar... Was? Doch. Hm? Boah, jetzt dachte ich gerade. Das sieht so voll aus, als ob ich diese Stadt nicht attackieren dann. Aber ich kann sie attackieren. Oh super, jetzt habe ich einmal unnötig diese Einheit attackiert. Na egal. Egal. Guck mal, kannst du nicht noch? Oh, du kannst sogar. Tschüss, großer General. Als ob es noch gereicht hat, um die Einheit zu killen. Oh. Er ist so im Arsch. Er ist so im Arsch. Hier stehen. Das war's halt echt für ihn. Oh. So. Moment, ich bin verwirrt. Wieso? Mir fehlt eine Einheit. Das ist schlecht. Politik einführen, so. Was kriege ich denn für alle Traditionsdinger? Hallo, wo bist du? Ah, der wird schon irgendwann auftauchen. Okay, das bringt mir jetzt eigentlich nichts mehr, aber wenn, dann mach ich die Dinger fertig. Kannst mal in Rationalismus reingehen. So, ein Gebiet wurde ein Gegner gesichtet. Oh, das ist ja schön. Tschüss. So. Alter. Auf einmal habe ich halt die meisten Städte, aber mit Abstand. Ja, das bringt ja bloß einfach nichts. Ja, weil ich halt eben Wachstum. Miese bringt. Ja, natürlich. Erstmal. Auf lange Sicht das Wachstum. So. Nächste Runde. Gut. Ich werde jetzt die Stadt erobern und dann Frieden aushandeln, wenn das für dich okay wäre. Ja, ja, mach du. Ich glaube, Moment, lass mal mich sehen, wo der Friede hingeht. Weil wenn ich nämlich seine kleine Scheißstadt da unten krieg, südlich von Philadelphia, dann ja. Ist es ein guter Stützpunkt für mich, um Krieg gegen ja. Sulu zu führen. Ja. Aber warte bitte, bis ich hier ja, durch die Stadt habe. Erstmal. Was? Baumwolle mit Genghis Khan bindet, Wein mit Genghis Khan bindet. So. Gut. Es wird Zeit. Bumm. Ich glaube jetzt der Schütze. Okay. Ja. Eins, zwei, die Stadt gehört mir. Annektieren. Gut. Ich kann ihn mal fragen, wie er jetzt zu mir steht, wenn ich seine Stadt haben will. Frieden verhandeln. Ob er jetzt endlich akzeptiert, dass ich auch stark bin. Ich hab keinen Handdecker. Achso, wenn ich vorschlage, dann sagt er, frag du ihn, forder es einfach von ihm. Weil ich meine, wenn du die Stadt haben willst, will ich sie dir natürlich nicht wegnehmen. Ich will nur mal gucken, was er so sagt. So, Pocatello nach, wir zwei beide, Was gibst du mir denn? Er gibt mir die Stadt, tatsächlich. Weißt du was? Mach. Ich verstehe zwar nicht, warum er so viel mehr Respekt vor dir hat. Mach einfach Frieden mit ihm. Ja, mach ruhig. Wenn du die Stadt haben willst, nimm sie dir. Ich will sie nicht haben. Du willst sie nicht, dann nehme ich sie mir, wenn das für dich in Ordnung ist. Das ist mir zu weit da unten. Das mache ich anders. Ich werde die USA über den Haufen rennen. Okay, er will nicht. Also entweder willst du die Stadt oder sie bleibt bei ihm. Ja, gib ihm die Stadt, komm. Gut. Annehmbar, ich verstehe zwar. Er ist freundlich mir gegenüber. Was? Ja, okay. Auch. Okay, von mir aus. Der Junge, der ist so fertig mit der Welt. Was, erlassen Gastgeber wählen? Ja, nach einer Weile gibt es einen neuen Gastgeber beim Weltkongress. Was muss ich da jetzt wählen? Einen Gastgeber. Wie kann ich sagen, dass ich der werden will? Wenn du einfach auf Gastgeber wählen klickst und deine Abgeordneten einsetzt, dann müssten die da hingehen. Gut, das heißt, ich kann meine Truppen von da oben weg. What the fuck? Was? Wieso? 5 Stimmen?
Ja, das kommt mit allen Verbündeten zusammen und bla bla bla. Krass. Du hast halt eben nur 5 Verbündete. Diese 4 Verbündete. Du hast mehr, oder was? Ja. Ach, über die Stadtstaaten, ja, ja. Okay. George, gehst du doch mal mit deinen blöden Reitern weg? Ich möchte gleich einen richtigen Bullshit abziehen. Wenn das funktioniert. Ich will es mir gleich richtig mit Georgie versauen. Was, mit Washington Krieg oder was? Ja, ist in Ordnung. Ich habe ja meine ganzen Einheiten da. Wenn er kommt, der kriegt's. Wobei, ja, da ist ja, ich habe da ja einen Schutzwall namens Angry Chris. Ja, ist Chris, ja schön. Ich gehe am Strand und sind die besten Schutzwelle, die es gibt. Schön. Wenn du rausdrückst, dann zeige ich dir, was ich vorhab. Moment, ich bin gerade auf George Washington. Schaue ich gerade runter. Ja, noch passiert nichts, weil du hast noch nicht rausgedrückt. Achso, ich muss noch weiter drücken. Ja, okay, warte. Jetzt geht's los mit meiner Einheit. Wenn der Reiter da weggehen und in die nächste Runde geht, dann zeige ich dir was Lustiges. Ja, warte. Ich überlege gerade, was ich mit meinen Einheiten mache. Ah, hier. Ich muss mal kurz, ich habe noch einen Haufen Einheiten zu verziehen. Das dauert noch ein bisschen. Deine Einheiten bringen die hier oben halt absolut gar nichts. Richtig, deswegen ziehe ich sie weg. So. Und Georgie, was hast du uns irgendwo zu sagen? Gut, jetzt darf ich nächste Runde mal kurz die Benachrichtigung durchschauen. Salz und Zucker mit Chaka. Da tue ich lieber nochmal mit ihm handeln. Hey, yo, Chaka, wie sieht's denn aus? Salz, Zucker? Salz kriegst du, ja, Zucker? Wie ist es? Salz, Zucker? Nice, passt. Sind wir wieder ein wenig zufriedener. Schön. Außerdem passt, okay. Brüssel, ich bin nicht mehr mit Brüssel befreundet, ist mir egal. Frieden haben die mal wieder geschlossen, Momba will mal Reichtum. Oh, mein armer Schütze. Gut, nächste Runde. So, jetzt bin ich gespannt. Ich muss was machen. Ich schaue nach, ich schaue auf New York, ne? Ist richtig, wenn ich... Noch nicht, ich muss ja noch was machen. Okay. Jetzt. Wenn er mit deinen Pferden da weggeht... Pferden, wo hat der Pferd? Ach da, okay. Die Ritter, meinst du? Genau, wenn die weggehen, dann wird's lustig. Ah, du hast ganz schön wenig Einheiten, mein Bester. Och, das mehr ist genug. Gatling-Gun. Kannst du damit überhaupt Städte bombardieren? Nein. Boah, das wäre immer zu riskant. Das brauche ich bis jetzt auch noch nicht. Weil die Trottel mir immer ihre Städte geschenkt. Oh, du lieber Gott. Ja, das ist jetzt der Frieden. Dadurch, dass wir Frieden gemacht haben. Halt, warte, ich muss erstmal runtergucken wieder. Jetzt. Also wenn du was machen würdest, ich würde es jetzt sehen. Wenn nicht, würde ich weiter mein Work tun. Ja, er hat es weggetan, jetzt pass auf. Ah, scheiße, muss nächste Runde. Der Weg hat zu lange gedauert. Ah, schade, okay, also habe ich... Nah genug. Also nächste Runde. Haben wir eine Runde Zeit, okay. Also bei denen ist noch Widerstand, 9 Runden. Die haben ihren Widerstand beendet. Die haben noch eine Runde Widerstand und dann muss ich noch das Gerichtsgebäude bauen. Die haben noch 2 Runden und dann muss ich das Gerichtsgebäude bauen. Okay. Naja, die Zufriedenheit, sie kehrt wieder zurück. Einheit benötigt Befehle. Du willst Befehle. Dann kriegst du Befehle. Wenn du Befehle willst, kriegst du Befehle. Ich kann dir Befehle geben. Ist kein Thema. Zur Heilung verschanzen. Zur Heilung verschanzen. Ach, komm, ey. Ich bin immer weg. Meine Karawelle soll bitte nicht sterben. Was, wo habe ich denn die? Ach, sag bloß, Hanoi hat mir wieder Einheit geschenkt. Das wird so langsam. Ich habe eine Kavallerie, habe ich jetzt. Hammer. So, in der nächsten Runde hat Amerika Spaß. So, jetzt muss ich erstmal anfangen. So. Bestimmt. Ich werde Amerika gleich so ziemlich pisst machen, wie es nur geht. Okay, also du bist der nächste Gastgeber. In der Tat. Neu wird beschützt, das ist mir egal, weil das sind meine Verbündeten. Der nächste Weltkongress in Krabs Seele. Ach du Scheiße. Okay. Ein Barbarenlager, wo ist denn das? Ach, da oben ist mir doch egal. Gut, und jetzt gucke ich wieder auf New York. Nächste Runde. Aber warte nochmal kurz mit dem Angriff, weil es kann sein, dass der bei mir wieder irgendeine Einheit auswählt, die ich gar nicht ziehen will in der Sekunde. Ich greife nicht an. Achso, was machst du denn dann?
Das siehst du gleich. Wenn es funktioniert, dann ist es lustig. Ich hoffe, es funktioniert. Oh je, oh je, oh je. What the fuck? Schon wieder so viele Barbarenlager. Wissenschaft, Hormus ist in Ehrfurcht für euch. What the fuck? So. 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 Ja, jetzt guck mal. Ich guck auf New York. Ja, jetzt pass auf. Das ist jetzt meins. Ach so, weil du die Ding hier unten gebaut hast. Ja, das ist meine Zitrone. Nicht schlecht. Das war vorher seine Zitrone. Sauber. Schön. Ja. Okay, gut. Einheit benötigt Befehle. Das ist jetzt sackblöd gelaufen, George. Karavelle, komm bitte nach Hause. Komm bitte nach Hause. Das ist witzig. Ja, gut. Nein. Wissenschaft. Nein, woher? Woher? Hm? Ja, schau mal, was ich bei mir bei meiner größten Stadt, der Stroyet-Union, steht. Barbaren? Oh. Nee, weißt du, was das sind? Nein. Rebellen. Rebellen? Wieso Rebellen? Wie viel Zufriedenheit hast du? Oh, ich hab zu wenig. Ah, gut zu wissen, da kommen Rebellen. Ah, okay. Genau deswegen habe ich gesagt, du sollst aufpassen. Ja, gut zu wissen. Ja, das ist kein Thema. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil es meine Hauptstadt ist, aber... Es ist vor allem ärgerlich, weil deine gesamten Leute da drüben sind. Ja, das ist das Ärgerlichste. Sie hätten halt einfach bei mir spawnen müssen. Ja, wurscht. Der George ist angepisst. Ach, die Kavallerie, die kann nur einmal, ne? Egal. Jetzt sag ich meine Zitronen. Also erstmal Geld sparen. Wir rausfinden, handeln. Es sind nicht meine Zitronen. Warum kann ich mit dem nicht handeln? So. Kann ich die erstmal anbauen? Gut. Okay. Na, Georgie, was sagst du dazu, hm? Das fandst du jetzt nicht so geil. Ein Aufstand. Die Verkörperung des Blutdursts erscheint persönlich, es ist erpisst. Ein Aufstand, also das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die Gerichtsgebäude gebaut kriege, aber es dauert 8 Runden, 7 Runden. Da werde ich jetzt durchkommen müssen. Egal. Schaffe ich schon. Schaffe ich. Ach, du willst mit mir handeln? Ja. Nehme ich. Hilft zwar jetzt im kurzen Weg noch nicht, aber egal. Das war es auf jeden Fall wert, hier diese 3 Städte nochmal zu nehmen. Ich an deiner Stelle hätte halt Washaki oder so wirklich zerstört. Wirklich zerstört? Ich hätte es nicht genommen. Weiß ich nicht. Was? Biblos braucht Hilfe hier. City sucht ein bisschen. Melbourne ist in Erfurt für euch. Eine neue Einheit von Hanoi. Herrgott. Was du jetzt? Was? Was ist die neue Einheit, die ich bekommen habe? Boah, der hat halt jetzt echt meinen Speer getötet. Den alles auf einfällt, ne? Frech. Ja, du bleibst jetzt. Könnte ich bitte die Einheiten zuerst ziehen, die am nächsten dran sind? Das wäre hilfreich. Ich sagte die am nächsten dran sind. Ich gehe am Strand, rip, dip, 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 mir geht's gut. Naja, alles gut. Alles gut. Das wird jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil mich das jetzt wieder einiges kostet, aber wurscht. Das ist ja eben der Nachteil vom Krieg. Das ist richtig, aber ich dürfte bald wieder drunter sein. Sag ich mal. Alter. Komm mal her, Freundchen. Einheit benötigt Befehle. Der Schütze, der freut sich doch, wenn er hier direkt herkommen kann. Ab nächster Runde seid ihr tot. Dieser Schütze ist auch fertig. Alles fit.
Schon scheiße, das ist jetzt mein Wahnsinn, gell? Der arme Georgie. Ach, der hat's verdient. Das ist richtig. Ich kann auch eine Stempel hier mal auf. Dann ziehen wir dich hier hin und da. Graden dich up. Bei drei Schützen jetzt kommen jetzt in seine Nähe. Ziehe ich alle mal so ein bisschen nach Süden, meine Einheiten, weil sie im Norden nichts mehr verloren haben. Dass Chaka, der Pocatello jetzt weg ist, ist da oben keine Gefahr mehr für mich. Die einzige Gefahr, die jetzt hier nach Süden erstmal noch habe, ist Georgie und dann kommt Chaka, aber der ist so weit weg da drüben. Ja, nee, Pocatello haben wir komplett. Nice, meine Zufriedenheit ist auf 5 unten. Ich muss vielleicht noch glauben, die Menschen glauben, was? Meine Einheit wurde getötet, das ist ja traurig. Weißt du, wer jetzt noch stirbt? Lol, Tyros steht unter dem Schutz der Stadtstaaten schon, ja, natürlich. Als ob das was bringen würde. So. Du Kanone, bleib da. Die sind aber auch echt ungünstig, diese bösen Menschen. Diese bösen Menschen? Ja, diese Rebellen. Naja, aber wenn ich sie weg habe, ist wieder alles gut. Ist halt jetzt ein bisschen Verlust. Aber egal. In der nächsten Runde haben wir Dynamit erforscht. Wieso denn schon wieder ein Barbarenlager? Wer ist denn das? Irgendwo bist du das? Ganz im Süden unten. Es geht uns am Arsch vorbei. Was? So, hallo? Barbarenlager, Einfluss auf Wellington ist tief gesunken. Das ist hallo? Egal. Warum kann ich meine Schützen nicht mehr... Ich will meine Schützen ziehen. Ihr habt Dynamitendektionen gestohlen, der von mir aus. So, ihr seid weg. Und ihr jagt sie jetzt. Und ihr jagt sie jetzt auch. Und ihr könnt von mir aus da stehen bleiben. So, Thorsten, kannst du nicht eigentlich statt Wohlstand mal wieder was Neues bauen? Fabriken? Oh ja, Umweltverschmutzung ist immer gut. So. Panzerschiff. Sulu, was sagst denn du eigentlich so? Mit dir habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Die Radio hat eine Religion angenommen. Oh, das ist ja praktisch. Barbarenlager, das ist am Arsch der Welt. Ja, dieser Gegner lebt nicht mehr lange. Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, meine Bautrupps werden das relativ schnell fixen. So, wie geht's dir hier oben, Städtchen?